Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um die ladevorgangsscharfe bilanzielle Energiemengenzuordnung bei Elektromobilitätsladevorgängen. Und da gibt es eine Zusatzrahmenvereinbarung im Rahmen der Festlegung. Wir können in der Energiewirtschaft einfach voll gut mit Begrifflichkeiten arbeiten. Jedenfalls, ich zeige euch das mal, es gab hier von der Bundesnetzagentur am 3.5. Eine Mitteilung Nummer 4 zur Umsetzung des Beschlusses BK 26160. Das ist auch die gesamte Geschichte rund um die neuen Netzzugangsbedingungen, also wo ja auch die Marktregeln jetzt in der Marco 2020 angepasst werden und der Lieferantenrahmenvertrag. Ja. Und eben auch, da erinnern wir uns dran, gab es Regelungen rund um die Elektromobilität und die ladevorgangsscharfe Energiemengenzuordnung. Was dann nichts anderes heißt, als wenn ich an einer Ladesäule lade, kriegt mein Versorger, den ich auswähle, meine Energiemenge auch ordentlich zugeordnet. Energiewirtschaftlich korrekt in den Bilanzkreis etc. Ne? Mega spannende Geschichte und wäre auch mal so ein echter Schritt im Sinne der Digitalisierung in diesem Bereich. Wenn man da drauf geht, dann hat man jetzt hier ein paar Informationen. Ja, okay, BDW-Anwendungshilfe, BDW-VKU-Zusatzrahmenvereinbarung. Und noch ein paar mehr Infos. So, da wird hier nochmal darauf hingewiesen, dass es da diesen Beschluss gab oder die Festlegung besser gesagt, in der dann auch schon darüber gesprochen wurde. Wir haben darüber auch schon auf dem YouTube-Kanal ein bisschen gesprochen. Und dann hieß es eben, naja, der Markt soll mal was ausarbeiten und vorlegen. So, und nachdem nächste Übergangsversionen veröffentlicht worden waren, hat der Bundesverband nun mehr finale Anwendungshilfen und eine gemeinsam mit VKU erarbeitete Zusatzrahmenvereinbarung erstellt. Diese sind hier. So, mit dem BDW ist vereinbart worden von der Bundesnetzagentur, dass die zur Umsetzung obiger Prozesserweiterung erforderlichen Anpassungen der Datenformate sowie der Entscheidungsformdiagramme zum 1.8.22 konsultiert wird, das ist dann demnächst, und zum 1.10.22 veröffentlicht wird und dann zum 1.10.23 in Kraft tritt. Das heißt, wir werden erstmal weiterhin über den klassischen Weg der Energiemengenzuordnung, nämlich Excel-Anhänge arbeiten. Das ist auch Digitalisierungsstand in Deutschland, in der Energiewirtschaft. Und dann ab Oktober 23, in weit über einem Jahr, werden wir anfangen, Massenmarktprozesse hier auch anzuwenden, die wir uns jetzt gleich mal anschauen können. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall für die Erarbeitung, das ist ganz klar. Wenn man jetzt hier drauf geht, hier haben wir zwei PDFs und eine Word-Datei. Ich mache das hier mal im entsprechenden Adobe auf. So, erstes PDF, Anwendungshilfe zum Modell 2, zur ladevorgangsscharfen bilanziellen Energiemengen zur Ordnungsmöglichkeit. Gab es ein Modell 1? Was? Hä? Ja, tatsächlich, wir wenden Modell 1 bereits an. Also Status Quo ist Modell 1 und Modell 2 wird dann der neue massenprozessbereite Weg sein, wie man Energiemengen hier zuordnen könnte. Also, 50-seitiges Dokument so in etwa, ne? Erstmal so, Abgrenzung Modell 1 und 2, bisschen Erklärung und dann kommen wir zu den Prozessen, die da angewendet werden, in GBKI-Relevanz, WIM-Relevanz, MABIS-Relevanz, also alles, was wichtig wäre, wird hier erklärt. Ein paar Abbildungen, wer lieber auf diesem Weg erstmal sich durcharbeiten will, klickt mal die neuen Abbildungen durch und dann wisst ihr ungefähr, wo interessante Dinge für euch stehen könnten. Es fängt dann aber schon relativ spannend an, wenn ihr euch hier die Unterscheidung zwischen Modell 1 und 2 anschauen wollt. Modell 1, das, was wir jetzt bereits haben. Fangen wir mal hiermit an. Die blauen Bereiche sind Bilanzierungsgebiete von Netzbetreibern. Also Netzbetreiber 2, irgendwo ein Benachbarter und Netzbetreiber 1, das sind jetzt praktisch wir. Wir haben also unser Netzgebiet, da auch ganz normale Anschlussnutzer mit einer Messlokation und Marktlokation, alles klar. Hier haben wir einen Netzkoppelpunkt zum benachbarten Netzbetreiber und da ist halt auch eine Messung dahinter oder eine Mengenzuordnung, an der wir auch Zeitreihen erstellen, also sogenannte Netzzeitreihen zum Übergang der Energiemengen in benachbarte Netzgebiete. Eigenes Thema für sich innerhalb der MABIS. Wir haben hier nun aber auch eine Ladestation. Das hier ist praktisch eine Ladestation mit mehreren Ladesäulen und da können verschiedenste Kunden sich aufladen. So. Hier gibt es dann den LPB oder auch CPO, der Charge Point Operator. Diese Rolle, Marktrolle, haben wir damals schon mal benannt. Die wird jetzt hier eben neu kommen. Und das ist eben der Ladepunktbetreiber. Der betreibt die Ladestation, wie der Name irgendwie schon andeutet. So,
Hier haben wir also Ladepunkte und hier wird eine Ladepunktunterzählung angewendet. Also hier gibt es ein kleines Messgerät, so einen kleinen Zähler, der checkt, wie viel wird hier gemessen. Dann wird es hier also überall jeweils gecheckt und dann nochmal an der Messlokation zusammengeworfen. Und dann gibt es aber eben den Übergang dieser Energiemengen an den, oder die wirkliche Feststellung, die bilanzielle Feststellung dieser Energiemengen findet halt nicht hier vor Ort statt, sondern eben am Ende im gesamten Bilanzierungsgebiet und dann eben an der Übergabe zum Benachbarten. Und das ist halt mehr so, dass die Idee von Restmengen betrachten und zuordnen versus in Zukunft direkt hier wirklich messen und direkt auch zuordnen in die Portfolien der zuständigen Versorger oder Ladestromlieferanten, könnte man sagen. Okay, das ist Modell 1, das ist also die bisherige Welt. Wenn wir jetzt in das Modell 2 gehen, dann sehen wir schon farbliche Unterschiede. Wir haben immer noch hier benachbartes Bilanzierungsgebiet, unser Bilanzierungsgebiet und dann ist hier das Bilanzierungsgebiet des Ladepunktbetreibers, also des CPOs. Der kriegt sein eigenes Bilanzierungsgebiet, wo er weiterhin für sich unterzählen kann, aber eben hier eine Übergabe durch einen Zählpunkt, durch also praktisch den Zählpunkt E-Mobilität kommt. Hier müssen wir unter Zählpunkt im Großen und Ganzen einen MABIS-Zählpunkt auch verstehen. Das ist also die virtuelle Energiemengenübergabestation, könnte man sagen, an der wir die Messungen von hier festhalten und jeweils dem zuständigen Ladestromlieferanten auch zuordnen können. So, also von hier kommen dann Zeitreihen, die dann entsprechend die Befüllung des Portfolios bei einem Bilanzkreisverantwortlichen durchführen. So, das ist so im Großen und Ganzen der Unterschied, ganz einfach gesagt. Also wer das will, guckt sich also einfach Seite 5 und Seite 6 von diesem Dokument genauer an, guckt sich das aus, malt es sich irgendwo hin an der Wand und freut sich dann drüber, das irgendwann schön nachvollziehen zu können. Hier sind dann nochmal Hinweise, wie das nun alles genau zu verstehen ist und zu verarbeiten ist und was man so noch bräuchte. Ne? Ein bisschen GPKE, WIM und MABIS-Vorkenntnisse, ein bisschen das Rollenmodell überhaupt kennen, alles klar. Und dann kommen wir zu den Abkürzungen. Und erstmals ist es ja auch wirklich nochmal geschickt, durch ein Abkürzungsverzeichnis durchzugehen, weil es ja ein paar neue Begrifflichkeiten gibt. Ne? Neben einer Bilanzkreis-Umzeitreihe gibt es jetzt eben auch eine Bilanzkreis-Umzeitreihe EMOP für Elektromobilität. Und das entspricht ja also jetzt der Definition einer BKSZR Kategorie A in der MABIS mit dem Unterschied, dass die Aggregationsverantwortung beim Ladepunktbetreiber liegt und eine ladevorgangsscharfe bilanzielle Energiemengenzuordnung im Bilanzierungsgebiet des Ladepunktbetreibers stattfindet. Also der Ladepunktbetreiber hat dann erstmals ein Bilanzierungsgebiet und ist verantwortlich, die Energiemengen zu aggregieren. Alles klar, das ist dann schon mal interessant und das wird dann eine Zeitreihe. So. Fahrstrombereitstellung, FSB, hat nichts mit osteuropäischen Geheimdiensten zu tun, sondern ist ein Fahrstrombereitsteller oder auch EMP, E-Mobilität Provider, wer auch immer diese Abkürzung hier sich ausgedacht hat. Das ist also im Großen und Ganzen der Lieferant des Ladestroms. Der FSN ist der Fahrstromnutzer, das ist der Kunde des Bereitstellers. Super. So, und dann relativ normal. Ladepunktbetreiber, so, der CPO, Charge Point Operator. Das ist also der Netzbetreiber für die Ladeinfrastruktur. So, und der ist in der Marco mindestens ein Netzbetreiber, kann aber auch Lieferant und Bilanzkreisverantwortlicher sein, je nachdem, was er, wie weit es eben dann geht, die Energiemengen im Weiteren zu betreuen und zuzuordnen. Ne? Das kann er selbst machen, das kann natürlich auch an dritte Dienstleister im Großen und Ganzen dann vergeben werden. Details dazu in den Prozessbeschreibungen, auf die wir noch kommen. So, dementsprechend gibt es auch einen MABIS-Zählpunkt für eben diese Netzzeitreihen EMOP. Das ist der Zählpunkt von gerade eben, den wir in der Übersicht gesehen haben, wo die Zusammenzählung der echten Messungen, der Untermessungen kommt. Bei der MALO ist hier auch ganz interessant, hier wird erstmal nur eine verbrauchende MALO betrachtet. Na klar, Elektromobilität verbraucht erstmal nur. Ne? Später haben wir natürlich auch noch die potenzielle Rückgabe. Und hier werden die MALO betrachtet, die nur die Verbrauchsart Elektromobilitätsladesäule aufweisen. Also MALO in diesem ganzen Kontext ist nicht mehr eine beliebige Marktlokation, sondern nur noch die Ladesäule. Jede Ladesäule ist eine Marktlokation. So. Und hier steht schon, ne? Modell 1 ist das etablierte Modell. Modell 2 ist nun das alternative neue Modell
das wir dann anwenden wollen. Nochmal genau Hinweise, Unterscheidung Netzbetreiber als Datapunktbetreiber und als normaler VNB, wo hier eben im Großen und Ganzen das passiert, was ich gerade schon erwähnt habe. So, Netzgangzeitreihe EMOB ist nun ein gemessener Zielpunkt für Elektromobilität zur Abgrenzung zum benachbarten Benutzungsgebiet des Ladepunktbetreibers. So. Also, was wir oben gesehen haben als Zielpunkt des Ladepunktbetreibers, wo also die einzelnen Ladevorgänge zugeordnet werden, das ist jetzt eine Netzgangzeitreihe, die ja praktisch übertragen werden kann als Energiemengensummierung. Und damit kann schlussendlich kann die Bilanzierungstätigkeit durchgeführt werden, die, ich sage ja immer mal, Energiemengenbuchhaltung dazu. Ja. Die wird über Zeitreihen abgebildet. Die Zeitreihen sind jeweils für Viertelstunden Energiemengen, Strommengen, besser gesagt. Und die werden jetzt für bestimmte Zwecke an Marktpartner geschickt, um abzugleichen, ob wir die gleichen Messungen haben oder um zu melden, dass das die gemessene Menge ist, die wir jetzt hier in ein bestimmtes Portfolio zum Beispiel berechnen würden. So, dementsprechend ist diese Netzzeitreihe EMOB eine Summzeitreihe der Netzgangzeitreihen EMOB zwischen zwei Bilanzierungsgebieten für beide Energiemengen, den Import und den Export. Na gut, das ist dann wieder Detailgrad, den wir jetzt vielleicht gar nicht erreichen wollen an der Stelle. So, damit vielleicht erstmal. Weitere Details zur Abgrenzung, Rahmenbedingungen, Regelungen, klar, kann man sich alles anschauen, wer damit arbeiten muss, als zum Beispiel Netzbetreiber vor Ort, der mit Ladeinfrastruktur dann zu tun hat. Guckt euch das gerne mal an, dann versteht ihr besser, wie ihr mit denen auch zu arbeiten habt oder wenn ihr es selbst seid, wie ihr dann selbst zu arbeiten habt. Das sind alles nur mal so Abgrenzungen zur Erklärung, kann man sich alles gerne mal anschauen und dann kommen die Meldungen. So, zum Beispiel, also die Prozessbeschreibung zum Beispiel, die Anmeldung einer Marktlokation in dieses Modell 2. So, wie will ich jetzt beginnen, auf diese Art und Weise Energiemengen-Ladevorgangs scharf zuzuordnen? So, Vorbedingungen. Marlow ist da. Sie hat die Verbrauchsart E-Mobilitätsladesäule. Sie ist bisher etabliert. Ich muss viertelstündlich messen. Ich habe eine Fernauslesung, egal ob smart oder klassisch. Prognose auf Basis von Werten. Bilanzierungsgebiet, Netzwerkreihe, technische Mindestanforderungen, alles da. So, und der Netzbetreiber möchte es, also der Ladepunktbetreiber, Netzbetreiber möchte es anstoßen. So, dann kommt ein Prozess, relativ klar. Der Ladepunktbetreiber schickt eine Anmeldung an den Netzbetreiber. Der würde dann eventuell sagen, alles klar, ich bin für diese Marktlokation nicht mehr zuständig. Dann würde der Lieferant das entsprechend für seine Bilanzkreisverantwortung berücksichtigen, der bisherige. Und dann würde das eben über den Ladepunktbetreiber laufen. Hier wird dann auch noch beschrieben, wie das im Großen und Ganzen ist. Die EDIFACT-Meldungen dafür kommen dann eben natürlich noch. Ne? Das wird dann noch, ja, wie gesagt, auch erst zum Oktober 23 operativ gesetzt. Ja, und dann ist hier auch noch weiter beschrieben, wie das nachher im Großen und Ganzen abläuft. Ne? Das sind einfach nur verschiedene Arten der Diagramme. Nichts Verrücktes. Abmeldung, praktisch das Gleiche, nur rückwirkend, damit es wieder ins Allgemeine übergeht. Naja. Man kann also auch sagen, diese Prozesse sind nicht völlig verrückt. Das ist relativ verständlich und klar. Es ist nur neu. Und man muss hier ein bisschen mitarbeiten. Hier wird weitestgehend darauf hingewiesen, dass die etablierten Prozesse so zu nutzen sind, aber eben vielleicht eine bestimmte Rolle jetzt anders zu interpretieren ist. Und dann kann aber der Prozess genauso genutzt werden wie im GPKE, WIM und MABIS bekannt. Das ist schön, dass es an vielen Stellen eins zu eins nachher abgebildet werden soll. Nur eben, dass dann wahrscheinlich in der EDIFACT-Datei nachher irgendeine andere Nummerierung vielleicht mal verwendet wird oder irgendein Qualifier anders besetzt wird, um darauf hinzuweisen, dass es hier um Elektromobilitätsladeinfrastruktur geht. Genau, also dementsprechend kann man sich diese 40, 47 Seiten ruhig mal anschauen. Wir werden vermutlich dazu noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Na, das war's. Ich bin jetzt auch ein bisschen grob drüber gegangen und will ja noch auf die anderen Dokumente gehen. Deswegen wahrscheinlich machen wir es noch mal tiefer, wenn ihr euch damit im Detail beschäftigen müsst, gerne Fragen dann auch unten in die Kommentare schreiben. Wir haben als zweites Dokument nur 14 Seiten zum Glück. Anwendungshilfe, Ergänzung der Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom MABIS, also Ergänzung der MABIS. Nochmal konkret, was muss in der MABIS anders gemacht werden als bisher? Vor allem geht es ja hier um Netzzeitreihen, Netzgangzeitreihen. Alles klar. Gucken wir mal rein. Netzzeitreihen kennen wir. Die Use Cases 1.2 bis 1.7 werden in der MABIS genauso verwendet wie bisher.
Und die 8, Zuordnung einer Netzgangzeitreihe zu einer Netzdateireihe, da kommen hier neue Details zustande. Also hier ist nur eine Ergänzung für dann eben diese Prozessbestandteile für diese Use Cases, wo dann aber auch nur beschrieben wird, okay, der verantwortliche Netzbetreiber schickt die Zuordnung des Zielpunkts an den Benachbarten und der sagt dann, alles klar, ja, wenn es einen Fehler gibt, manuelle Fehlerklärung per E-Mail oder Anruf und dann, alles klar, wird bestätigt an den aufsichtshabenden Übertragungsnetzbetreiber. Easy. Übertragungsnetzbetreiber auch deswegen nochmal, weil der Datapunktbetreiber muss ein Bilanzierungsgebiet haben und das erstreckt sich aber im Zweifel über die gesamte Regelzone eines Übertragungsnetzbetreibers. Also nicht nur über das eines Verteilnetzbetreibers, also nicht nur das Netzgebiet eines Verteilnetzbetreibers, sondern das Bilanzierungsgebiet des Ladepunktbetreibers erstreckt sich über eine gesamte Regelzone. Er kann dort also auch mehrere Ladestationen betreiben und die Energiemengenzuordnung insgesamt dann also gemeinsam betrachten und steuern im Sinne der Energiemengenbuchhaltung. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis immer an die Übertragungsnetzbetreiber. Ja, und damit kann man hier eben auch ein bisschen arbeiten. Das ist ja alles nicht so viel. Das sind hier wirklich nur zwei Detailprozesse, die nochmal anders ergänzt werden. Die entsprechende Zuordnung und dann wieder Nicht-Zuordnung. Und dann wird es nochmal ein bisschen operativer, wenn man in diese Word-Datei geht. Zusatzrahmenvereinbarung zum Netznutzungsvertrag Strom. Netzzugangsregeln zur Ermöglichung einer ladevorgangsscharfen bilanziellen Energiemengenzuordnung für Elektromobilität zwischen dem allgemeinen Netzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, und dem Ladepunktbetreiber, also diesem CPO. Er ist auch der Vertragspartner in den weiteren Formulierungen. So, und was ist dann hier eben spannend? Ich werde mal für die Word vermutlich doch noch meine Kamera hier in die Ecke tun hoch. So. Gegenstand der Zusatzvereinbarung. So, regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner. So, für öffentlich zugängliche Ladepunkte, für den Ladestrom und der aus dem Netz entnommenen Energiemengen. Mhm, alles klar. So, wie immer, Rechte und Pflichten, wie auch in jedem anderen ja, Lieferantenrahmenvertrag, Netznutzungsvertrag und so weiter. Voraussetzung, wir haben ein Bilanzierungsgebiet beim BICO, was ich gerade erwähnt habe, ein Bilanzierungsgebiet für die gesamte Regelzone ist in Ordnung. Und dort werden Malos zugeordnet pro eben Ladestation. So, Geschäftsprozesse, die werden dann noch im Weiteren erstellt. Wie gesagt, kommt das erst massenprozesstauglich zum Oktober 23. So, Zählerstandsgangmessungen oder RLM. Das heißt, wir haben eine Fernauslesung. Laufzeit. Und wesentliche Anlage ist noch die Bestätigung des Bilanzkoordinators, also des Übertragungsnetzbetreibers, über die Einrichtung eines Bilanzierungsgebiets für den Ladepunktbetreiber in der Regelzone. So, das ist es. Also das ist auch relativ überschaubar, 5 Seiten, beziehungsweise inhaltlich sind es 4 Seiten und dann war es das auch schon. Das ist spannend. Das ist ein neues Thema. Das ist tatsächlich in der Form also so noch nicht am Markt präsent und wird für einerseits natürlich den deutlichen Ausbau von Elektromobilitätsladeinfrastruktur dann auch dem Ganzen Rechnung tragen, weil wir das natürlich gerne auch massenprozesstauglich nachher bearbeiten wollen. Sowohl das Einrichten, als auch dann natürlich die Energiemengenzuordnung, als auch dann natürlich die Abrechnung des Ganzen. Das soll möglichst easygoing als Massenprozess laufen können und das ist bisher nicht möglich. Also, spannende Geschichte. Wenn ihr euch mit Elektromobilitätsladestationen beschäftigen müsst und vor allem deren Etablierung in den Marktprozessen, dann hier die entsprechenden Infos. Wir verlinken das natürlich unten in der Videobeschreibung, wie immer. Wenn ihr Netzbetreiber seid, werdet ihr damit wahrscheinlich zu tun haben. Okay, habt ihr erstmal Fragen, Anmerkungen und Ähnliches dazu, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Geht gerne auf unser Lernportal n-1.de, da gibt es E-Books, Videokurse und auch Tickets für Online-Seminare verschiedener Couleur. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.